mich da. Da ist er. Das ist ein A-Rang, heißt, der wird nicht ohne sein. Der sieht aber cool aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Papagei von den Farben her. Paradiesischer Meteor, deswegen heißt er wahrscheinlich auch so, paradiesisch. Der aussieht wie ein Papagei. Das ist ein ausgefallenes Gefieder. Schade doch. Sollen. Ja, dann gehe ich auf der Eng daher. Was bin ich bis zu 38? Okay, dann kann ich klarkommen? Das ist ja nicht. Der hat aber keine Kindesleiste, keine Schokometeo. Aber mal so einen Heiltrank kurz benutzt. Ja. Ich weiß, wenn Schokobos ein bisschen angeschlagen sind, dann kann man sie, also wenn sie so ein bisschen taumeln, kann man sie mit Dings bändigen. Fatale Umarmung. Oh Scheiße, ich hab nicht. Ich rechne nicht mit zu viel. Shit, Schoko mit Theorie. Okay. Ist ja schlimmer als Sephiroth. Sephiroth meine ich nicht. Schoko mit. Aber. Darf ich jetzt mal wieder kämpfen? Ich hab mich ein bisschen vertan. Hast du oft drauf gedrückt? Okay. Der war jetzt nicht so mega schwer. Wo sind denn hier Nebenaufgaben? Meteorfedern. Das ist zum Herstellen von irgendwas. Aber ich hatte keine Wahl. Hammer, Chocobo. Nebenaufträge. Haben wir hier irgendwo was? Ja, hier in Booklet. Weiß mit mal schnell hin. Ah, bei ihr, bei L irgendwas. Wenn das funktionieren soll, brauchen wir Hilfe. Finden wir jemanden? Clive, du kommst wie gerufen. Wie der Zufall es so will, brauchen wir gerade jetzt jemanden mit deinen Vorzügen. Was ist denn los? Und was wären das für Vorzüge? Deine Furchtlosigkeit und dein Geschick mit der Klinge. Ich höre. Wie du dir vermutlich denken kannst, brachte der dunkle Himmel noch einiges mit sich. Eine Welle des Chaos überschwemmte die Republik. Randela ist in einem besonders schlimmen Zustand. Viele Träger in der Hauptstadt haben ihre Herren verloren oder die Gelegenheit genutzt, zu fliehen. Natürlich bleibt keiner lange frei. Die meisten finden sich in der Obhut des Heeres wieder, ehe sie weit kommen. Doch auch im Heer regiert das Chaos und man ist nicht in der Lage, die neuen Schützlinge zu versorgen. Das bedeutet, dass sie sie verkaufen wollen. Und du willst sie kaufen, damit diese herrenlosen Träger herrenlos bleiben. Ganz richtig. Die perfekte Gelegenheit, um Dutzende zu befreien. Und das zu einem attraktiven Preis. Wofür brauchst du gleich? Und wo genau kommt meine Klinge ins Spiel? Wir haben zwar die Mittel, um diese Träger zu kaufen, können sie aber nirgends unterbringen. Also haben wir einen Ort gesucht, wohin wir sie umsiedeln können. Irgendwo weit weg von den neugierigen Augen derer, die sie erneut versklaven wollen. Und wir glauben, einen gefunden zu haben. Kaschlok. Ein kleiner Weiler versteckt in einer Schlucht. Der Ort wurde vor langer Zeit aufgegeben. Aber als die Menschen auszogen, zogen die Bestien ein. Deshalb suchen wir einen furchtlosen Schwertkämpfer, der wilde Tiere nicht scheut. Damit dort wieder Menschen leben können. Hilfst du uns, Clive? Na klar. Könnte ich ablehnen. 50 Wie könnte ich ablehnen? Exzellent. Oder wie das heißt. Theo,
Würdest du dich bitte, wie wir es besprochen haben, um den Transport unserer Gäste kümmern? Natürlich. Überlass das mir. Klingt, als hättest du auch alle Hände voll zu tun. Hab ich. Schließlich müssen wir das Dorf auch bewohnbar machen, mit Möbeln und all dem. Die Sachen vorzubereiten wird ein schönes Stück Arbeit. Wir sehen uns also später. Versuch bitte, den Ort zu sichern, bevor die Wagen anrollen, ja? Ich werde es versuchen. Ja, wunderbar. Bin auf dem Weg. Wo ist das denn bitte? Das Dorf liegt in Scherdras Zirn, hinter der Letni-Kluft. Mein Helfer dort öffnet dir das Tor. Ist gut. Wünsch mir Glück. Ich wollte gerade sagen, die Orte habe ich nie gehört. Die Orte habe ich nie gehört, aber wenn da... Genau. Was zum Henker? Wahrscheinlich von da unten, von der Letni-Kluft. Da bei der Abzweigung runter. Die wahrscheinlich verschlossen war. Ich denke mal, ich brauche noch keine Heiltränke. Ja, das Tor war verschlossen. Danke, dass ihr es geöffnet habt. Dracusbecken. Hallo, Goblin. Ist Goblin. Gewitter. Hey, das ist Gewitter. Ja, wir sind schon tot. Ich war, glaube ich, mit meinen Fingern ein bisschen schneller als... ne? Und so. Das ist das Spiel. Ja, da unten. Da springe ich aber nicht runter. Da gibt es noch eine Abzweigung. Da kommen wir nur dahin, wo wir schon mal waren. Nämlich nach... Achso. Echo von Kroschit. Dingens. Dann kommen wir da nach Tabor, wenn wir da lang gehen würden. Okay, gut. Gut zu wissen. Also wird das hier nur geöffnet, wenn man die Quest macht, oder was? Das war bestimmt ein schöner Ort. Das wird wieder einer. Guck mal, die Gaffe, ja. Ob man jetzt mit dem Overkill ist vielleicht. Level 33er Runde. Na, ja, stirb du mal. Ich hab nur gesehen, dass ich Lebenswärme einsetzen kann und dachte, ich werde sein, aber ich wollte eigentlich kann ich Lebenswärme einsetzen. Noch mehr. Guck mal her. Komm mal her. Ich wusste nicht, dass das fliegende Gegner sind. Ich hab den auch nicht getroffen. Ich hab gerade keine Fähigkeit über, deswegen muss ich die mal so mit meinem Schwertchen mal teleportieren. Setz meinen Halt dran ein, weil ich ein bisschen doof bin. Komm mit dir, Flair. Ich glaube, sind alle in der falschen Richtung. Was ist denn erlegt? Meine Hände sind zu verschwitzt. Ich kann den Controller gar nicht richtig halten. Es ist ein bisschen warm. Ich weiß nicht, wann das Ganze hier hochgeladen wird. Komm, Torgal. Gehen wir zurück nach Boklad. Ich glaube, das wird hochgeladen. Komme ich von hier aus nach Boklad? Was ist so, wenn... Gehe ich denn dahin? Aber erstmal gehe ich in die Richtung, weil das sieht so ein bisschen nach... Verstecktes Item aus. Also jetzt nicht dieses Item, das habe ich glaube ich schon vorher gesehen. Sondern wenn ich hier lang gehe. Oder kleine Arena. Okay. Da ist hier auch irgendwie eine Truhe oder sowas. 20 Gil ist ja... Oh, da ist eine Truhe. Und diese Truhen sind eigentlich immer Pfeilen. Wieso wird sich Kreis sein?
Ich würde sagen, wir gehen erstmal den Weg lang, den wir gerade freigeschaltet haben. Gucken, wo wir auskommen. Vielleicht genau im Bocklad, vielleicht auch in der Sackgasse. Das weiß ich. Ich möchte das gerne wissen, wo es da lang geht. Ich frage mich, ob hier dann hier auch Menschen sind, sobald ich die Quest hier abgeschlossen habe. Vielleicht sind hier noch mehr Truhen. Hier oben. Auf jeden Fall ein Item, aber ich glaube, Truhen oder so sehe ich gerade auf den ersten Blick nicht. Ja, mich würde halt mega interessieren, was ist, wenn ich hier lang gehe. Also, man kommt hier lang. Doch Gegner, Zitrasphören. Das ist okay, dann wissen wir, dann haben wir das schon mal auf der Karte freigeschaltet. Weil da wird wahrscheinlich irgendwas mal sein. Kampfmäßiges. Da weiß ich auch, wo Zitrasphören ist. Oh. Was ist denn los? Was ist los, Theodor? Still. Das sind die Bedingungen. Ich vertraue darauf, dass ihr sie sorgfältig bedenkt. Natürlich. Danke. Was ist denn? Er wieder. Wer ist das? Du kennst ihn? Ja. Und, nein. Doch genug von ihm. Wie lief es unten in Kaschlok? Erledigt. Das Dorf ist nun sicher. Was war das denn für ein Dude? Du hast das schnell geregelt. Wie immer. Ich werde Eloise Bescheid geben. Lass dich nicht aufhalten. Clive, sag ihr nicht, dass ich sie beobachtet habe. Das gibt nur Ärger. Ich werde alles erklären, sobald du Bericht erstattet hast. In Ordnung. Dann bis später. Was ich eben sagen wollte, ich weiß nicht, wann das hier hochgeladen wird. Ich glaube noch im August. Nee, wahrscheinlich September, ja. Und ich weiß nicht, wie warm das sein wird, aber gerade ist noch irgendwie sehr warm. Eloise, ich komme gerade aus Kaschlok. Das Dorf ist jetzt sicher. Danke, Clive. Hier, das ist für deine Mühen. Danke, wer war der Mann da? Also gut. Den Grundstein für unser kleines Projekt hast du gelegt. Den Rest müssen wir selbst erledigen. Zunächst müssen wir sicherstellen, dass unser Angebot für die Träger angenommen wird. Ihr verhandelt also noch? Das ist noch gar nicht richtig. Durch? Ein Vertrauter hat in unserem Namen mit dem Heer geredet. Doch die Dinge waren schwieriger, als wir erwartet hatten. Eigentlich keine große Überraschung. Wir haben es mit Soldaten zu tun. Und kämpfen ist ihre Aufgabe. Was zählt ist, dass wir am Ende triumphieren. Nun, wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr auf mich zählen. Das schaffen wir schon allein. Trotzdem, danke, Clive. Okay. Wahrscheinlich war das ein Vertrauter, also der Vertraute, von der sie gesprochen hat. Das war vielleicht der Dude gerade. So, dann gucken wir, wo die nächste Quest ist. Es gab ja drei auf der World Map. Oh, hier reden wir mal mit Theodor. Clive, du wolltest reden? Der Mann, den ich beobachtet habe, der mit L gesprochen hat. Er vertritt das Silberhut-Konsortium, weißt du? Ein großes Handelshaus. Okay. Höre ich zum ersten Mal. Nun, jeder Händler in Dalmekia kennt es. Seine Leute sind in der gesamten Republik tätig. Und sie expandieren. Sie versuchen schon seit längerem, Eloise in ihr Netzwerk einzubinden. Okay. Um ihrer Reaktion nach zu urteilen, würde ich sagen, dass sie beinahe bereit war, das Angebot anzunehmen. Und aber? Das würde dich stören? Nein, ich will nur, dass sie tut, was sie glücklich macht. Solch eine Gelegenheit würde ich ihr nie verwehren. Sie hat mich vor der Sklaverei bewahrt. Und seither bemühen wir uns, andere wie mich zu retten. Aber das ist weder das Leben, das meine Schwester wollte, noch das, was sie verdient. Sie soll ihre Träume nicht wieder für mich aufgeben. Sie hat meine Fesseln gelöst. Nun muss sie von ihren befreit werden. Du hast ein gutes Herz. Ich war immer dankbar für das, was sie für mich getan hat. Ich möchte mich revanchieren.
und sie ihr Leben leben lassen. Doch immer, wenn sich eine Gelegenheit dazu bietet, schlägt sie sie aus. Mir zuliebe. Das war scheiße. Sie liebt dich. Und ich liebe sie. Deshalb soll es dieses Mal anders sein. Ich will ihr zeigen, dass sie nicht mehr auf mich aufpassen muss. Allerdings werde ich von Zeit zu Zeit noch Hilfe brauchen. Ich kann doch auf dich zählen. Na klar. Immer. Danke, Clive. Also gut, dann gehe ich besser wieder an die Arbeit. Die Träger siedeln sich nicht alleine um. Das ist eine Aufgabe für die rote Karawane. So. Ich finde es immer schön, wenn die Quests nicht einfach so zack, fertig und so, sondern dass da ein bisschen was passiert. Wir gehen nochmal das Rast. Da ist eine Quest. Ich hätte vielleicht vorher gucken sollen, wo die Quest ist. Vielleicht ist sie gar nicht direkt bei Marthas Rast, sondern ein bisschen weiter weg. Aber hier ist auch drinnen wahrscheinlich. Aber hier ist auch ein Händler direkt ums Eck. Natürlich wäre es schön, wenn wir jeden aufnehmen. Und da könnte ich ein paar Highlights kaufen. Was hast du denn Neues? Ne? Rausch nicht. Hier, ich habe ein paar Tränke verwendet. Besten Dank. So. Pass auf dich auf, ja? Werde ich machen. Ich dachte, ich könnte übers Geländer springen, aber Clives Sprünge in der Stadt, in Stadtgebieten, ist lächerlich. Martha selber. Ach, Clive, genau dich wollte ich sprechen. Was ist denn los? Was gibt es? Einige von Sir Wades Hütern sind doch seit den Angriffen der Akasischen hier einquartiert. Genau. Tja, nun ist auch der Rest gekommen. Das Lazarusviertel ist wohl einer Ätherflut zum Opfer gefallen. Natürlich habe ich nichts gegen ein paar mutige Jungs, die uns die Bestien vom Leib halten. Wir profitieren davon. Aber wir haben hier nicht genügend Betten. Die armen Kerle schlafen auf Heuböden und in Schokoboställen. Ich würde ihnen ja eine eigene Unterkunft bauen. Aber wo soll die hin? Es gibt hier oben einfach nicht genug Platz. Und jetzt sitzen wir in der Klemme. Die Leute, auf die wir zählen, um uns zu beschützen, leben wie Bettler. Verstehe. Und es sind nicht nur sie. Die Träger brauchen auch Platz. Immer mehr von ihnen tauchen hier auf, in der Hoffnung, Zuflucht zu finden. Aber wir platzen hier wirklich schon aus allen Nähten. Und was soll ich machen? Wir können sie schlecht übereinander gestapelt schlafen lassen. Die Neuankömmlinge verdienen ein richtiges Zuhause. Und das ist es, wobei ich auf deine Hilfe gehofft habe. Wenn es keine zu große Last ist. Was soll ich denn machen? Natürlich ist das keine Last. Man soll bei ihren Platzproblemen helfen. Natürlich nicht. Danke, Clive. Und wo soll dieses neue Zuhause entstehen? Nun, ich denke, am besten dafür geeignet wäre wohl Eastpool. Eastpool? An den Ort habe ich wirklich schon lange nicht mehr gedacht. Eine Tragödie, was passiert ist. Hätten wir irgendetwas dagegen tun können, dann hätten wir es versucht. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Die Ermordeten hätten nicht gewollt, dass wir ihr geliebtes Dorf dem Verfall überlassen. Da hast du wohl recht. Die Fäule nähert sich zwar, aber ich glaube, dass noch gut ein paar Jahre Zeit bleiben. Es gibt nur ein Problem. Was denn? Eine Bande Halunken hat sich dort eingenistet und macht keine Anstalten zu verschwinden. Werde ich machen. Üble Gesellen, sage ich dir. Sie versetzen die ganze Gegend in Angst. Ich hätte sie längst ausräuchern lassen, wenn meine Leute nicht schon genug mit den Akasischen zu tun gehabt hätten. Aber jetzt können wir auf ein paar weitere Hüter der Flamme zurückgreifen. Es ist an der Zeit, zuzuschlagen. Was meinst du? Willst du den Überfall anführen? Gern. Ja, klar. Eastpool war die Heimat vieler guter Menschen. Banditen haben dort keinen Platz. Ich verjage sie nur zu gern. Die Männer werden dir mit Freuden folgen. Ich habe bereits mit Sir Wade darüber gesprochen, wie wir den Ort zurückgewinnen können. Ich denke, er hat auch ein paar eigene Ideen. Sprich doch mal mit ihm. Mach ich. Wo ist er denn? Manchmal finde ich aber, die Quests sind ein bisschen zu lang. Ich finde es halt so gut, schön, dass die... Was ist euer Plan? Ich finde es zwar schön, dass die Welt ein bisschen ausgebaut wird, aber teilweise die rosarische Armee, also eine rosarische Uniform an. Nicht cool. Ich
finde es zwar gut, dass die Welt ausgebaut wird und so, aber teilweise sind die Quests irgendwie, das glaubert so ein bisschen zu lang. Sir Wade, schön euch zu sehen. Und euch, Lord Rossfield. Und euch. Ich komme von Martha. Sie sagt, ihr wollt Eastpool befreien und euch dort niederlassen. Das ist richtig, doch es war eigentlich ihre Idee. Ich fürchte, dass meine Männer ihr ein wenig auf die Füße getreten sind. Und auch sich gegenseitig. Dann sind da noch die Träger. Männer und Frauen, die den Mut hatten zu fliehen und hier Zuflucht fanden. Wir müssen sie irgendwo ansiedeln. Und es gibt schlimmere Orte als Eastpool. Das stimmt. Deshalb helfe ich euch bei der Rückeroberung. Das höre ich gerne. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Mit euch an unserer Seite schlagen wir dieses Gesindel sicher schon bald in die Flucht. Also, wie ist die Lage? Zum Glück sind es nicht allzu viele. Gezählt haben wir weniger als ein Dutzend. Nicht viele. Weniger glücklich ist leider, dass es auf der Straße dorthin von Akasischen nur so wimmeln wird. Ein kleiner Trupp würde ausreichen, das Dorf zu räumen. Aber wenn die Akasischen ihnen folgen, könnten diese Männer sich in eine ganz schwierige Situation hineinmanövrieren. Ich kümmere mich um die Banditen in Eastpool. Ihr und die Hüter bleibt außerhalb und wehrt alle Akasischen ab, die zu nahe kommen. Damit ich nicht überrascht werde. Okay. Ich kann nicht zulassen, dass ihr so viel riskiert, Milord. Die Akasischen sind gefährlicher. Mit Banditen komme ich klar. Nun, wie ihr meint. Ich hätte es andersrum gemacht, aber egal. Soll ich hier auf euch warten? Nicht nötig, Milord. Geht ruhig vor. Wir folgen in Kürze. Ist gut. Wir sehen uns dann in Eastpool. Erwartet uns dort. Auf dass der Sieg unser sein möge. Kann ich mich dahin teleportieren oder wie sieht's aus? Ich weiß, dass da ein Obelisk ist. Ist Eastpool nochmal gewesen? Hier in die Richtung. Ich habe vergessen, wie schnell das hier ist. Moin! Glaubst du, du kannst hier einfach reinmarschieren? Tötet ihn! Ihr verlasst Eastpool jetzt! Na, hör mal auf mit deinem Scheiß. Das wäre erledigt. Was ist das denn? Oder auch nicht. Das ist ein Akasischer, ne? Doppelschild dazu. Was soll's? Es muss auch gehen. Das wollte ich nicht, aber lass mir einfach mal. Ich wollte eigentlich die titanische Garde einsetzen. Jetzt von Hölle von Hölle. Gelato erlegt. Zwar nicht schwer. Aber ich bin auch ein bisschen überlevelt. Das alles? Noch irgendjemand? Das ist wohl ein Nein. Bravo! Eine grandiose Darbietung, Milord. Habt ihr Akasischen besiegt? Solltet ihr nicht nach Akasischen Ausschau halten? Haben wir. Wir haben unterwegs ein paar erledigt und waren rechtzeitig da, um euren Kampf gegen dieses Ding zu sehen. Hoffen wir, es war das letzte seiner Art.
Sollte doch noch eins auftauchen, seid ihr der Herausforderung sicher gewachsen. Das hoffe ich, Milord. Wenn eure Männer die Träger holen, die hier wohnen werden, wäre es vielleicht am besten, sie sofort kommen zu lassen. Bevor andere unliebsame Gestalten auftauchen. Natürlich. Ich gebe den Befehl zum sofortigen Aufbruch. Überlass das mir, Milord. Einige Zeit später. Ist Isbul wieder belebbar? Ein Zuhause. Ganz ohne Herren. Nein. Wir sind jetzt die Herren. Unser Leben gehört endlich uns. Das sind alle. Und kein einziger Akasischer in Sicht. Ist doch gut so. Jetzt können wir den Wiederaufbau des Dorfes in Angriff nehmen. Es wird nicht einfach. Schon gar nicht nach 5 Jahren, in denen Bestien und Schurken hier ihr Unwesen getrieben haben. Die Mauern mögen noch stabil sein, aber die Hälfte der Balken ist morsch. Also von denen, die nicht durchs Feuer verloren gingen, wohlgemerkt. Ein hartes Stück Arbeit. Aber wir lassen Eastpool wieder aufleben. Wartet's ab. Sir Wade. Lady Hannah ruht hier. Wenn ihr erlaubt, möchte ich, dass Oscar beim Wiederaufbau hilft. Er sollte dazugehören. Natürlich. Ihr habt völlig recht. Ich sage Martha, dass hier alles in Ordnung ist. Falls ihr etwas braucht, sendet einfach einen Stolas. Das werden wir, Milord. Gute Reise. Eastpool ist so. In guten Händen. Ich überbringe Martha die frohe Kunde. Noch was? Okay. Wollen wir mal nach Marthas Rast. Und dann die nächste Quest war, glaube ich, in Nordstedt. Nee, nicht Nordstedt, Kielbrück. Wahrscheinlich wieder was mit Quinten. Wir hatten schon lange keine Plus-Quest mehr, ne? Gefühlt lange. Ich habe ja zwischendurch drei Wochen mal nicht gespielt. Ich höre, du hast die Banditen erledigt und die Hüter die Akasischen. Gute Arbeit. Und irgendwas hat er von einem wabbeligen Albtraum erzählt. Eigentlich will ich's nicht wissen. Sonst kriege ich selbst noch Albträume. Was zählt ist dein Erfolg. Jetzt können wir unser neues Dorf bauen. Ein neues Dorf. Wie willst du es nennen? Wie wohl? Eastpool. Sir Wade hat gesagt, wie viel Schlechtes auch dort passiert sein mag, das macht all das Gute dort nicht ungeschehen. Wir müssen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Das hat Wade gesagt? Nun, etwas in dieser Richtung. Jetzt aber haben sie erst einmal viel zu tun. Ihre Arbeit beginnt erst. Und das bedeutet auch die meine. Ob sie Nahrung, Bauholz oder starke Hände brauchen, die Rast liefert alles Nötige. Danke, Martha. Ich danke dir. Du musstest nicht helfen. Ich wollte aber. So. Eastpool erblüht wieder. Also wird erblühen. Meteorstein, die brauche ich immer zum Schmieden. Deswegen gut, dass wir die kriegen. Wie gesagt, nach Kielbrück als nächstes. Wahrscheinlich nach Quinten. Hier herrscht ja Krieg, glaube ich.